Sympathia City. Pat ist ganz heiß darauf, eine verlassene Villa hinter Sympathia City zu besuchen. Es ist eine Horrorvilla, in der es spuken soll und in der eine alte Oma versucht, allen Leuten es heimzuzahlen, die das Haus nur betreten. Was dann aber passiert, ist unfassbar, als Pat in eine Falle kommt. Wie das große Abenteuer genau abläuft, seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und lasst gerne ein Like da. Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren. Ah, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Tag hier in Sympathia City, die sympathischste Stadt in ganz Minecraft. Ihr seht wahrscheinlich schon, ich bin hier gerade in meinem Pool, denn es ist draußen einfach so unglaublich warm, Leute. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie warm ist es bei euch? Bei mir ist es 36 Grad und es ist nicht mehr auszuhalten, Leute. Es ist so warm. Habt ihr auch einen Pool? Leider habe ich nur einen Pool in Sympathia City, aber nicht in Real Life, ne? Dementsprechend muss ich mich jetzt hier abkühlen. Aber Leute, schauen wir nochmal ganz kurz hier in die Kommentare. Und wenn wir in die Kommentare schauen, dann habt ihr auch wieder fleißig Bewerbungen geschrieben für das Hotel. Am Sonntag stellt sich heraus, wer in das Hotel arbeiten kann, beziehungsweise wer da reinkommt und arbeiten kann, wer ein Zimmer bekommt und so weiter. Aber heute haben wir einen ganz anderen Plan, Leute, denn ich habe erfahren, dass es eine Gruselvilla hier irgendwo in den Wäldern von Sympathia City geben soll und ich will mich natürlich nicht lumpen lassen. Ich will erfahren, was das Ganze auf sich hat. Aber ich wollte erstmal Sinte fragen, weil der mir ja schon in der Vergangenheit stets gute Räte gegeben hat, sei es beim Friseur, sei es bei der Vermittlungsbörse, sei es sonst wo. Auf jeden Fall immer für einen guten Rat zu haben, der gute alte Sinte, ne? So, wo ist die Sportskanone? Hallo? Hallo? Hallo, Pat? Ah, hi! Na, du? Oh, hast du mich halt geweckt? Ich bin echt müde. Ah, du bist müde? Oh, ich wollte dich gar nicht wecken. Aber du musst aufstehen, Mensch! Ja, ich meine Augen, ich komme auf, du. Ja, also, Tim, ne, mal unter uns. Du hast ja auch schon mal was von dieser komischen Gruselvilla gehört, ne? Ja, im Norden der Stadt, meinst du die? Norden? Ach, das war Norden? Wie komme ich da genau hin? Muss ich das Flugzeug benutzen? Ja, lass mal zum Flugplatz gehen. Wo hast du denn ein Flugzeug? Ja, ich habe das Flugzeug dort schon abgestellt. Also ich war mir jetzt ein bisschen unsicher, ob es das noch aktuell ist. Aber ja, scheint wohl... Zeig mal dein Prachtprügel. Mein Prachtprügel, der gute Aal, steht dort hinten. Und wie soll ich sagen? Es passt halt nur eine Person rein. Ne? Also ja, du kannst jetzt leider nicht mitfliegen. Du wolltest deine Freundin mitnehmen, oder was? Ah, nee. Wie läuft es denn eigentlich? Erzähl doch mal. Ach, nee. Alles gut. Wollt ihr euch schon treffen heute? Ah, nee. Also die gute alte Magdalena, die will nichts. Passt schon. Hä, hey, ich dachte, ihr wolltet euch heute treffen. Hier steht das gute Stück. Ich trage es nochmal ganz kurz einen Ticken zur Weise. Warte. So. Aber du musst aber stark sein. Ja, klar. So, das ist die Landebahn und du sagst einfach in diese Richtung hier, oder was? Ja, ich kann auch gerne den Fluglotsen spielen. Okay, dann würde ich sagen, starte ich jetzt mal die Maschine. Moment, ich drehe es nochmal ganz kurz. So. Kann ich jetzt hier... Ich kann es nicht drehen. Warte. Warte. Hilfe, Patty? Ja, ich glaube, das war ja nochmal ganz gut. So, in die andere Richtung. So, jawohl. Okay, spiel mal Fluglotsen, Kollege. Okay, und Vorfahren. Luftverkehr ist frei. Okay, perfekt. Nein, pass auf, Alter. Nein, Hilfe. Oh Gott, so schlimm war es noch nie. Okay, Leute. Ich bin kein richtig guter Pilot, muss ich dazu sagen. Hier irgendwo in den Wäldern muss ich jetzt auf jeden Fall befinden und da ist sie sogar schon. Leute, wir kommen jetzt jeden Moment an. Wir sehen schon, so sieht die Villa auf jeden Fall aus und ich muss mich ganz kurz einmal hier irgendwo hin verschanzen. So einmal hier unten hin, würde ich sagen. Das sollte auch dann soweit passen. Genau so. Perfekt, Leute, wir sind angekommen. Okay, Flugzeug einfach hier abstellen. Tank haben wir auch noch einigermaßen. Also jetzt nicht mehr so viel, aber... Das soll wohl diese komische Gruselvilla hier sein. Sie ist sehr, sehr komisch, sehr verlassen und ich wollte mich auch erstmal umschauen, denn es gibt einen Mythos, Leute. Und dieser Mythos besagt, dass in dieser komischen Villa eine komische Frau sein soll, die allen Leuten, die dort reingehen, ja, eine Lektion erteilen will. Aber ob das stimmt, das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt in diesem Moment erfahren, beziehungsweise in den nächsten Momenten erfahren. Ich würde einfach sagen, Leute, wir gehen mal vorsichtig nach vorne. So, ich kriege mich am besten hin. Warte mal. So, ich kriege mich jetzt ganz langsam hin.
Aber da ist sogar schon rechts die Fensterscheibe zerschlagen worden. Ist ja gar nicht gut. Hier links schaue ich mal ganz kurz rein. Sehe ich vielleicht irgendwas? Sehe ich irgendeine komische Oma? Also scheint wohl sehr gut bestückt zu sein, wenn ich mir mal anschaue. Fleißig essen ist hier. Die ein oder andere Sektflasche auch. Ein kaltes Getränk. Da wird Sünde sich auf jeden Fall wohlfühlen hier in der Küche. Ne? Kann man ja gar nicht anders sagen. Der trinkt ja sehr gerne kalte Getränke. Aber ansonsten, wenn ich mich jetzt umschaue, oh, sogar die Scheibe ist ja eingeschlagen. Die Scheibe ist tatsächlich eingeschlagen und die haben mega viele Anziehsachen. Das ist ja nicht mehr normal. Okay, also Leute, ich sag mal so, wir können mal reingehen, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass das nicht gut endet, bin ich ja ganz ehrlich. Hier scheint auch nichts mehr zu sein. Nee, von der anderen Seite auch nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, mein Vorschlag wäre, wir gehen einfach mal rein und schauen uns das Haus einfach mal an. Wenn was passieren sollte, dann sind wir immerhin, ja, dann erleben wir das Ganze auf jeden Fall zusammen. Okay, ab geht die Post, Leute. Zack. Oh mein Gott. Das fängt ja schon mal katastrophal an. Wir werden begrüßt von irgendwelchen Skeletten, die einfach an der Wand hängen. Das ist ja nicht mehr normal. Oh mein Gott. Leute, ob das hier der richtige Weg war, ich weiß ja nicht. Also ich würde sagen, eher nicht so. Sonst, wo ist denn hier diese Dame? Es gibt doch gar keine Dame hier. Haha, okay, Leute. Ich sage, schnapp ich mir einfach mal das ganze Essen hier. Ich nehme einfach mal mit, was ich kann. So, ja, immer her damit. Auch der Burger. Ein bisschen was zu trinken. Oh, ja, die Küche lasse ich hier. Das ist nicht so mein Style. Lecker Burger. Auch nochmal ein paar Kaugummis hier rausnehmen. Lecker, lecker, lecker. Okay. Eine Runde am Piano spielen, obwohl ich kann gar kein Piano spielen. So, was haben wir denn hier noch so? Hier, oh, gar nicht mal so schlecht hier der Fernseher. Das ist, glaube ich, nicht die gute Dame, von der wir reden. Aber was auch immer das hier sein soll. Und hier, das ist die Garderobe. Aha. Okay, also anscheinend ist hier keine Granny im Hause. Beziehungsweise keine Dame im Hause, keine alte Dame im Hause. Komischerweise sind hier mehrere Bilder. Was war das denn? Was war wieder das denn? Eine Tür. Oh Gott, ich muss sie verstecken. Oh Gott. Ich muss mal wieder in den Keller hier ekligen Menschen wegessen. Die schmeckt mir aber auch nicht, du. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz hier. Kann doch nicht wahr, Steiner, du. Alter. Oh Gott. Nein, wo ist denn der Kerl, der verfluchte Dreckskerl wieder? Knapp, das war wirklich knapp. Ich muss mich ganz kurz hier verstecken. Alter. Nein, 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 nein. Hilfe! Hilfe! Granny! Nein! Mistkerl. Was ist denn? Kriegst doch deinen Pegel. Nein, 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 nein. Ich muss flüchten, Leute. Ich muss flüchten. Ah, Hilfe! Oh nein! Oh, wo ist dieser eklige Dreckskerl hin? Oh Gott, wo bin ich gelandet? Oh mein Gott, ich guck mal ganz kurz hier. Lol, was ist das denn? Hier sehe ich aber keine Granny im Schlafzimmer. Wahrscheinlich sucht die mich noch. Oder? Oder? Also irgendwie jetzt hier im Schlafzimmer sehe ich keine Granny. Aber was ist denn das hier für ein Versteck? Dieses Versteck ist ja mega krank. Kann das sein, dass das das Lager von Granny sein soll? Scheint so. Hier sind auch mega viele Diamanten. Goldäpfel sind hier vorhanden. Und auch ein paar Spinnnetze und auch ein paar, ja, Skelette, die wahrscheinlich auch hier reingeschmissen worden sind. Aber ist das hier wirklich das Schlafzimmer von der Granny? Das frage ich mich gerade. Also die Frage stelle ich mich gerade. Granny! Granny! Was ist denn los mit der Dame? Wo ist dieser kleine Mann? Also dieses Versteck ist wirklich total verrückt. Aber die Granny... Oh, da treibt die sich sogar rum. Oh nein, nicht, dass die mich sieht. Nicht, dass die mich sieht. Was macht die denn hier in diesem Zimmer? Die baut irgendwas ab. Ist das überhaupt ihr Haus? Was sagt sie denn da? Aber so wie die aussieht, scheut sie nicht davor, mit dem Schwert zu zocken. Okay, Leute, das Problem ist jetzt einfach nur, wir sind hier gefangen. Und ich möchte nicht enden wie dieser Typ hier oder dieser Typ hier. Denn die, ja, sehen nicht gesund aus. Sagen wir es mal so. Jetzt ist dann die Frage, was machen wir genau? Hier ist so eine Kiste. Wir haben hier ein Schwert und wir haben ja auch noch eine Axt. Okay, Leute. Mein Vorschlag wäre, mit der Axt kommen wir hier nirgends raus. Also, ne, hier wird, das wird nicht funktionieren. Hier wird auch nichts... Lol, okay, den Safe können wir abbauen. Egal. Aber damit kommen wir auch nicht weiter. Mein Vorschlag wäre, ich baue jetzt hier das Bett ab. Und jetzt, wenn ich das Bett hier abbaue,
Dann muss ich mich jetzt hier irgendwie herausschlawinern. Und dann kann ich eigentlich Granny überfallen. Also diese komische Oma dort hinten. Aber sie darf mich halt nicht dabei sehen. Oh ja, sie ist jetzt gerade nicht da. Okay. Und jetzt wenn ich auf drei Leute. Ich ziehe bis drei hoch. Ihr müsst jetzt mal ein Like für diese Aktion da lassen. Ich ziehe bis drei hoch. Eins, zwei, drei, Granny! Und Dick! Ah, da habe ich sie. Oh mein Gott. Gut, ich würde sagen, Leute, nichts weg hier. Das war wirklich eine sehr, sehr knappe Angelegenheit. Ich muss jetzt einmal noch ganz, ganz schnell mein Flugzeug holen. Und wenn ich mein Flugzeug jetzt geholt habe, fliege ich sofort nach Hause. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass die mich noch jagt oder sonst was. Oder dass sie vielleicht gar nicht sterben kann, dass nur ein Klon war. Ich weiß es nicht, Leute. Klingt jetzt vielleicht paranoid, aber man muss ja nur mal sicher gehen. So, einmal starten hier. Zack, okay, klasse, Leute. So, erstmal ab nach Hause. Jeden Moment sollten wir ankommen. Ja, wir sind fast da. Oh Gott, nein! Leute, ich bin jetzt hier irgendwie wieder aufgewacht. Ah. Pat, geht's dir cool? Ich hab da was knallen hören. Ah, ich bin ja aufgestanden. Irgendwie am Hotel. Das, Hotel, ich komme. Ja, das Flugzeug, das war nicht ganz dicht. Tim! Da bist Tim. Du ja, wie geht's dir? Bist du abgestürzt? Ja, ich bin abgestürzt, aber diesmal war es nicht das kalte Getränk, sondern wirklich das Flugzeug. Bei dir kennt man es immer nur vom kalten Getränk. Ja, eben. Von dem her, ach Gott, mein Fuß tut ein bisschen weh. Momentan hast du nur Unfälle, ne? Ja, nur Unfälle, wirklich. Das ist unfassbar. Gestern schon bei dir im Video in Sympathia City, die sympathischsten Stadt der Welt. Aber das war jetzt eine Nummer zu viel. Ich werde mich jetzt mal... Wie war's mit der Granny? Ja, du musst dir vorstellen, das war so eine ganz komische Dame, ne? Ich habe mich ins Haus geschlichen, da war niemand. Und dann auf einmal kam sie durch die Tür, hat mich gejagt. Ich war im Keller und habe sie dann umgebracht. Und jetzt bin ich auch aus dem Flugzeug geflogen. Was ein Miststück. Naja, dann würde ich sagen, legst du dich mal hin, oder? Oh ja, Leute, das war echt ein Abenteuer heute. Aber gut, ich würde sagen, Leute, das wäre es gewesen mit dem Tag in Sympathia City. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns morgen wieder in der sympathischsten Stadt der ganzen Welt. Sympathia City. Ciao.